Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben bereits gestern sehr intensiv über das Thema frühkindliche Bildung diskutiert und haben dort über zwei Gesetzentwürfe gesprochen, einen Gesetzentwurf von Schwarz-Grün und einen Gesetzentwurf der SPD. In unserem Gesetzentwurf finden Sie einiges wieder von dem, was wir bereits in anderen Gesetzentwürfen diskutiert haben. Ich möchte trotzdem noch einmal unseren Antrieb darstellen, warum wir das Thema frühkindliche Bildung so wichtig und für ein so wichtiges politisches Feld halten. Die Aufnahmefähigkeit von Kindern ist von 0 bis 6 Jahren am höchsten. Die Bereitschaft, Wissen zu erlernen, Fähigkeiten, Kompetenzen zu erwerben, ist im Vergleich zu späteren Zeiten überwältigend. Die Fähigkeit, Sprache zu erlernen, die Anreize, die Kinder neugierig machen, die Kinder Möglichkeiten eröffnen, die sind in dieser Zeit am stärksten. Und darum glaube ich schon, dass unsere Kinder verdient haben, in dieser Zeit, in der sie in Einrichtungen der Kommunen und der freien Träger und der Träger sind, entsprechend gefördert zu werden. Und Sie müssen sich das vorstellen. 93% der Kinder in Hessen sind in Kitas. Davon sind über 60% in diesen Einrichtungen über 7 Stunden, also einen Arbeitstag. Über die Hälfte dieser Kinder, die über 7 Stunden in diesen Einrichtungen sind, die sind sogar über 9 Stunden in diesen Einrichtungen. Und damit hat sich einfach die Herausforderung dieser Kitas, dieser Einrichtungen verändert. Und ich war in über 50 Kitas in unserem Land, und man sieht, sie sind unterschiedlich aufgestellt. Sie haben unterschiedliche Herausforderungen, und darum ist es auch nicht möglich, ein Gesetz zu machen, das allen Kitas gleichmäßig Vorschriften machen kann, was sie tun sollen. Aber wir können Mindeststandards definieren. Wir können Ressourcen zur Verfügung stellen, um die Chancen unserer Kinder zu verbessern. Und da gibt es 5 Kriterien für Qualität. Das ist die Fachkraft-Kind-Relation, also hört sich technisch an. Es geht einfach darum, wie groß ist die Gruppe oder wie viele Erzieher sind in einer Gruppe. Also wie viel Zeit hat eine Erzieherin, ein Erzieher, sich mit einem Kind zu beschäftigen? Welche Möglichkeit hat sie, eine Beziehung zu einem Kind aufzubauen, sich um deren Stärken und Schwächen zu kümmern, Anreize zu setzen? Das ist eigentlich der zentrale Bestandteil von Qualität, ist, wie viel Zeit hat ein Erzieher, eine Erzieherin, sich um ein Kind zu kümmern. Dann ist die Frage von pädagogischen Konzepten. Also wie können Konzepte entwickelt für die spezielle Einrichtung erarbeitet werden? Dazu braucht man Zeit. Dazu muss eine Leitung freigestellt werden. Man braucht Vorbereitungszeit. Dann die Frage der Aktivitäten. Gibt es Förderung im Bewegungsbereich? Gibt es musische Förderung? Finden Ausflüge statt? Gibt es regelmäßige Besuche in der Natur, im Wald? Welche Aktivitäten reizen die Kinder an, um Erfahrungen zu sammeln? Und natürlich, mit welchen Materialien arbeiten Sie? Haben Sie Bücher? Haben Sie entsprechende Möglichkeiten, MINT-Themen zu fördern? Was für Materialien stehen zur Verfügung? Diese 5 Qualitätskriterien werden gemessen. Und genau mit den Themen beschäftigt sich unser Gesetzentwurf. Genau diese Bereiche arbeitet er auf und will er stärken. Genau in die Themen wollen wir investieren. Und was wollen wir investieren? Wir wollen über 700 Millionen € investieren bis Ende 2024 und wollen 7.000 Erzieherinnen und Erzieher mehr in die Einrichtungen bekommen. Das ist eine Riesenherausforderung, aber sie ist auch dem Thema angemessen. Es geht nicht um mehr oder weniger als die Zukunft unserer Kinder und damit auch um die Zukunft von uns allen. Und man könnte noch viel mehr tun. Wenn ich Geld hätte und müsste nicht aufs Geld gucken, dann könnte man noch jede Kita zu einem Familienzentrum weiterentwickeln. Man könnte bauliche Mindestvorschriften erlassen. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben viele Kitas, die sind mal als Halbtags-Kita geplant worden. Und dann hat man gesagt, wir haben mehr Bedarf. Und dann wurden sogar Räume noch weggenommen. Und dann wurden noch Gruppen in diese Kitas integriert, was man vielleicht bei Schulen heute gar nicht zulassen würde. Also gibt es unglaublich viel Bedarf, den wir noch hätten. In Kitas, dass dort frisch gekocht würde.
dass diese Kitas, die Grundschulen, die Kitas sind die einzigen Orte, in denen die Gesellschaft noch zusammen ist, wo sie die Kommune noch zusammen haben, wo sie noch miteinander interagieren, egal, undifferenziert nach Leistungsfähigkeit. Dort haben sie noch ihre Kommune zusammen. Da könnte ganz viel mehr noch passieren. Da ist der Fantasie, sind da auch keine Grenzen gesetzt. Wir haben deshalb uns aber erstmal auf diese Kernthemen, mit den Kernthemen beschäftigt und wollen dort erstmal unsere Ressourcen einsetzen. Und ich akzeptiere ja, dass die Koalition und die SPD darüber hinaus noch andere Dinge im Blick hat. Die SPD hat sehr auch die Finanzierung der Kommunen im Blick und deren Belastbarkeit finanzielle. Ich sage, ich nehme nur die Qualitäten in den Blick. Ich nehme nur die Qualitäten in den Blick und wünsche mir, dass die Kommune diesen Weg mitgeht, auch die Qualität im Blick hat, weil der Investitionsbedarf ist so groß, dass wir alle gemeinsam unsere Ressourcen dort investieren müssen und nicht, dass bezahl du oder bezahl du Diskussion führen müssen, sondern wir alle müssen dieses Zukunftsthema investieren. Und das Geld ist das eine Thema, über das man immer streiten kann. Aber das andere Thema ist die Frage, wo sollen denn die ganzen guten Erzieherinnen und Erzieher herkommen, die diese Arbeit leisten sollen? Und da müssen wir uns mehr anstrengen. Da müssen wir uns überlegen, was können wir noch tun, um das voranzutreiben. Die Familienministerkonferenz hat im Mai 2017 dazu schon Beschlüsse gefasst. Das kann man mal sich anschauen, was davon umgesetzt ist, was wirkt. Aber wir fordern einen runden Tisch für das Thema. Wir fordern, dass man sich noch einmal genau Gedanken macht, was kann man tun. Es gibt aus unserer Sicht ein wichtiges Thema, das ist die Frage, in der Ausbildung schon eine Vergütung zu zahlen, um den Zugang zu diesem Beruf zu erweitern. Weil 5 Jahre ohne Bezahlung eine Ausbildung zu machen, das kann nicht jeder. Darum eine Vergütung in dem Wettbewerb um gute Kräfte ist zwingend notwendig aus unserer Sicht. Da müssen wir Lösungen finden. Wir haben eine große Menge von Menschen, die dann die Ausbildung abgeschlossen haben, aber nicht im Beruf arbeiten. Also müssen wir überlegen, wie können die früh mit der Praxis in Bezug gebracht werden? Wie können wir auch Menschen, die dort gearbeitet haben, in Familienpausen gegangen sind, wieder dazu gewinnen, dass sie zurückkommen? Auch das sind viel zu wenige, die das tun. Und ich glaube auch, dass ein Teil der Anerkennung natürlich ist, welche Arbeitsbedingungen haben Erzieher und Erzieherinnen. Die Arbeitsbedingungen, das ist wieder der Kernansatz in dem Gesetz, wenn die Qualität besser ist, wenn die Erzieher mehr Zeit haben für das, was sie gerne machen, nämlich die Arbeit mit den Kindern, dann ist der Beruf auch attraktiver. Und darum ist das auch ein Teil des Pakets, wie können wir mehr Menschen gewinnen, dort mitzuarbeiten. Und jetzt meine Redezeit leider am Ende angekommen. Ich kann nur Sie alle bitten, nehmen Sie dieses Thema in den Fokus. Es ist das Zukunftsthema in unserem Land. Und wir haben Vorschläge gemacht, die wir für gut halten und hoffen, dass Sie am Ende der Anhörung dem auch zustimmen können. Vielen Dank. Ja.